Nur noch eine Tafel brauchen wir bei Chorus, um zu verstehen, was der Prophet eigentlich für ein lustiges Ritual abgezogen hat, um in die andere Dimension zu den Gesichtslosen zu gelangen. Ihr versteht nur Bahnhof, ich auch, keine Sorge, ich bin Dennis und wir ja, verstehen zusammen nur Bahnhof. Nein, so schwer ist es ja auch gar nicht, ist Rituale, Aliens, gesichtslose Dimensionen, Flüster, Flüster, psychische Störung, Schizophrenie. Did you find out who broke through our lines at the Najara Citadel? I'm tracking that ship now. They're hunting one of their own elders, called Razar. Elder Razar? You're sure? Positive. He went to that ancient temple. Okay, hang back. I need to handle this. Da muss ich mich wohl selber drum kümmern. Good luck, Nara. Ja, wer denn sonst? Hier ist ja auch sonst keiner, der es machen kann. Ja, die haben ein Meutereiproblem beim Zirkel, habe ich das Gefühl. Welcher Älteste bekämpft denn nicht den, die eigenen Leute? Ja, das ist wichtig, aber noch wichtiger, Loot. Und Nebenaufgaben. Wupp. Ach, ist ja nix. 500 Credits. Huh? Oh, I don't know. Nobody tells me nothing. Look, I gotta clean up the mess real soon so ships can dock and refuel. That is an emergency. Reese said we need to refuel their security forces ASAP. But my engine's down. Can you blast the debris away? Oh, convenient. Der Herr hat Engine-Probleme und kann hier nicht 5 Meter im Kreis fliegen. Anfängerfehler. Ja, ein fauler Sack ist es. So sieht's nämlich aus. Na, guck mal, hier ist noch... Uppa, hier ist noch was. Da nehmen wir doch noch die Kredite mit. So, Freunde, wo ist denn jetzt hier noch was? Da oben. Die sind nicht so gut zu sehen, die Sachen. Da wäre es schöner, wenn die ein bisschen, noch ein bisschen besser markiert wären. So. Diese Bruchstücke hier. Da hinten ist noch was. Und da ganz hinten ist auch noch was. Ist es schlimm, dass ich hier so zwischen Treibstoffdepots so rumballer? Da kann eigentlich nichts passieren, ne? Also. Wenn man schon an der Tankstelle nicht rauchen darf oder mit dem Handy benutzen, dann ist das hier bestimmt auch nicht schlimm, wenn ich Laser abfeuere direkt neben den Tanks. Na, guck mal, da ist noch was. Nicht zum Schießen, aber zum Einsammeln. So. Das hatte ich befürchtet. Jetzt suche ich das letzte Stück hier. Ist auf jeden Fall noch eins. Ist das das letzte? Ah, that's it. Flüster, flüster, flüster. Zeit, dass ich zurückgehe. How's your engine? Almost there. Someone needs to reboot the fuel system. Someone. Real close. Irgendwer wäre total toll, wenn jemand hier noch meine Arbeit weiter für mich macht. Das wäre super. Aber wer soll das nur machen? I work on for a moment and somebody's already stealing our fuel. I can't let them have it. Au. Einmal kommen sie angeschissen hier. Kaum alles repariert, schon... Piraten! Jetzt gib schon auf! Habt ihr euch überhaupt einmal kurz Gedanken darüber gemacht, mit wem ihr euch hier anlegt? Nee? Wäre besser gewesen. Ich finde schön, dass ich das, ich den Neustart dadurch auslöse, dass ich hier mit jemandem rede. Weil das hätte er von da oben nicht machen können mit dem Funkgerät. Na, lassen wir das. Haben wir's? Let's go back. Hey, you survived. What a fight. You owe me. What? Come on, that ain't hard work. You had fun. Don't push me. Fuck you. All right, here. We good now? Yes. Your job is more important than you realize. Keep the facility running at any cost. Nara out.
Ja, seine Arbeit ist hart wichtig. Report now. Any damages? Dumm rumlabern. I'm fine, thanks for asking. And yes, I killed all the pirates before they could, you know. Enclave, we need additional guards now. We can't lose any fuel resources. Right. It's all you have. Woher weiß Nara das? Also, es ist ja schön, dass sie das jetzt behauptet, so. Ihr habt nicht mehr Treibstoff, das ist alles, was ihr habt. Aber woher weiß sie das? Hat sie eine Inventur gemacht? Sie hat keine Ahnung, wie viel Treibstoff der Widerstand hier hat. Also wirklich, die behauptet das einfach, ihre innere Stimme. Ich glaube, ihre innere Stimme ist ganz schön dumm. Zumindest hält sie sich für sehr schlau. Naja. So, wir fliegen jetzt mal weiter zum Tempel. Ja, hier so eine kleine Nebenaufgabe kann man mal mitnehmen. Bisschen Geld. Sonst kriege ich wieder Ärger von euch, wenn ihr sagt, ne, machst nie Nebenaufgaben. Wie willst du jemals irgendwie das Finale erreichen? Du bist doch völlig underpowered und underleveled. Ja, ja. Bin ich bestimmt. Ich sag mal, bisher war es auch machbar. So, letzter Tempel, letzte Tafel. Hoffentlich. Oder kommen dann... Wir müssen nochmal drei Tafeln finden. Deep inside, naja. Da wartet doch wieder ein Labyrinth auf mich. Raza? Fährt er auch mit 417 km/h über die Autobahn? These circle ships were only recently destroyed. Razara must be close. Yes, I sense something, but it's hazy. Circle forces, John Tracker, all of allies. Does it matter? You'll face death. Victory is. Oh God, laser. Laser! No. So viele Laser! So viele Laser! Oh nein! Ah. Ah! Lass mich mal so lilane Wolken einsammeln. Ich brauche mehr lustige Energie. Ich versuche jetzt gerade nämlich mal noch ein bisschen meine Fähigkeiten abzugraden. Indem ich auch ein bisschen Aufgaben erledige. Es gibt ja diese Aufgaben im Menü. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Die man machen kann, sowas wie diese so Herausforderungen bei einem Online-Shooter oder so. So töte, so kleine Achievements, töte 10 Gegner auf diese und jene Art. Und ich wollte jetzt mal das probieren mit dem noch durch mehr Gegner durchfliegen. Fupp. Dafür braucht man aber Ritualenergie und ich wollte hinter Gegner springen und sie innerhalb von irgendwie 3 Sekunden abschießen. Ah, guck mal, Jäger Level 2. Was kriege ich jetzt dafür? Jäger Level 2, Akte ist Sprungweite. Guck mal, da steigt nämlich meine geile Sprungweite. So sieht es nämlich aus. Guck mal, das machen wir nochmal. Zack. Nein, das machen wir nicht nochmal. Schade. Ich hatte nicht genug Energie übrig. Ja. Oh. Dafür gibt es aber auch Punkte, dass Leute gegen irgendwas fliegen und dann nicht sterben. Wo ist der Raza? Ah, der hier ist. No, we don't shoot. Not yet. A barrier field. How did he? We must open it. Seals detected. Ah, wo ist der Ex-Mann von Heidi Klum? Oh, guck mal, da sind gleich 3 davon. Das war jetzt Gott sei Dank nicht so eine Akrobatik. Memories. Ich dachte, darum ging's beim Chorus, dass alle blind gehorchen. Then you really should talk to him. There's that darkness again. Faceless guilt.
Nicht schon wieder diese verdammte Schuld. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Ein neuer Feind. Teleportiert, setzt gesichtslosen Einheit ab, ungeschützte Schwachstelle. Ungeschützt klingt gut. Aber wo ist sie? Wo ist die ungeschützte Schwachstelle? Na, ist egal, jetzt ist er tot. Oh, wo sind die anderen? Sind die jetzt weg? So the rumors are true. You are alive. Rizar, stop. No. You must leave this place. This is my fight. Na, wo ist der letzte? Ach, da. Jetzt haben sie mir aber doch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Das ist ja ganz nett eigentlich. So. Was erinnern wir uns hier? Da ist jemand eifersüchtig. Wow, das ist mal vergiftete Eifersucht. Immer liebt er nur Nara. Ich werde ihn töten, das wird ihm zeigen, wie sehr er falsch lag. Hä? Nein, genau das Gegenteil. Oh. Ah, ich muss weg, ne? Da ist gesichtslose Schuld. Die mögen wir hier doch nicht. Au, ah, wie komme ich hier weg? Au. Da. Au. Hä? Was ist hier? Au. Sorry, ich wollte ich gar nicht. Ich flieg halt sehr scheiße. I betrayed everyone! Nimm dich nicht so wichtig! Ich habe euch alle betrogen. Rizar, out now. Genau, sonst wirst du noch von der Schuld aufgefressen. Buchstäblich. Nicht im übertragenen Sinne. Do not stop. It's gaining on us. Warum kann er diese Schilde so deaktivieren und ich nicht? Fuck! Das sind echt viele von diesen Sentinel-Dingern. Holy fuck. Ah, hier ist Gott sei Dank noch ein bisschen Zusatzenergie. Nice. Au. What? Bleib stark, Rizar. Wir können sie besiegen. Ach Gott. Trefft es nicht, den Scheiß. Jetzt bin ich tot. Ah, jetzt darf ich mir bestimmt wieder irgendwie 5 Minuten Scheiß angucken. Nein, darf ich nicht. Das ist aber nett. So, wo seid ihr, wo taucht ihr auf? Okay, hier. We go. Oh Mann, ey. Das ist nervig, dass sich das so wegdreht. Ja, ich weiß, das ist die Idee hinter den Dingern, aber... God damn it. Jetzt ist aber mal gut jetzt hier. Ah. Die sind echt fucking anstrengend.
nicht wenigstens mal einen davon erledigen? Das ist verboten, oder was? Oh, fuck. Jetzt geht's los, jetzt geht's wieder los. Noch eine Runde. Scheiß kannst du, bist ein Trottel, bist du. Ah, ich. Ah, okay, also kann man die jetzt nicht besiegen, sondern ich soll hier immer abhauen, oder was? Ah, ich bin fast tot. Nein. Nein. Komm schon. Lebensenergie. Nice. Oh Mann, ey, also die Dinger sind echt nervig. Dieses Rumgedrehe ist super scheiße. Super unangenehm. Da, ja. Ja! Ja! Ich hab wieder einen. Puh. Somehow got to me. But you were serene. Ich bin halt auch toll. Listen. I will take the tablet now. You stay back. Now open the barrier. I don't have a choice, do I? Nope. The tablet. At last. The tablet. Na dann, holen wir uns mal das Tablet. Zack. Credits. Naja, zumindest für Forsaken. Er durfte seinen eigenen Namen sagen. Ist jetzt so eine Art Pokémon? Geil. Oh, Energie-Upgrade. Na dann hilf. Serve under my command and we'll fight the Prophet together. To that end, I will serve you, Elder Naren. It's Nara now. And Razar, you've become strong. But it won't matter against him when the time comes. I will stand by your side. Until then, goodbye, Nara. Sie hat sich halt krass versteckt, ne, vor dem Zirkel, indem sie ihren Namen geändert hat von Naran auf Nara. Das konnte keiner nachvollziehen, diese Änderung. That is all I can say. It is troubling me. I feel it. I can feel it. At last, I've learned all the wisdom from the tablet. So, und was nun? Then you're ready to complete the prophet's ritual yourself. And find him. Let's return to the Kinnuk fields. To the heart. So. Back to Kinnuk. Ja, cool. Dann haben wir doch alles zusammen. Das ist doch schön. So weit waren wir noch nie. Ja, schon klar, weil wir spielen ja auch eine lineare Geschichte. Aber egal. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns jetzt tatsächlich dem großen Finale mit großen Schritten. Oder mit großen Sprüngen oder wie auch immer man das mit Raumschiffen assoziiert. Und ich fliege jetzt zurück zum Sprungtor. Dort werden wir dann ja, zu dem Tempel fliegen. Und da werden wir das Ritual des Propheten durchführen. Wahrscheinlich wird dann eine ganze Menge geschossen, so in absehbarer Zeit, und möglicherweise haben wir dann das Spiel gewonnen. Mal gucken. Vielleicht passieren auch noch andere Dinge.
Wenn ihr es rausfinden wollt, dann schaltet wieder ein. Wir machen nämlich jetzt erstmal eine Pause, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.